Kleinabo Ho. Kräuter, Gemüse und Obst für Balkon und Terrasse. Hallo, ich bin Sonja Langeder. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserem Tag der offenen Tür kommenden Samstag, den 28. April, in die Langeder Gartenharmonie einladen. Wir haben für Sie ein attraktives Sortiment an fruchttragenden Pflanzen zusammengestellt, die eben speziell für den Anbau für Balkon und Terrasse geeignet sind. Weiters haben wir für Sie drei Kostproben vorbereitet. Genießen Sie mit uns eine Waldmeisterbowle, einen marokkanischen Sommertee oder einen Süßkartoffelsalat. Vier besondere Pflanzen möchte ich Ihnen nun etwas genauer vorstellen. Rosella, die essbare Rose. Die Blüten sind essbar und sehr dekorativ für einen frischen Sommersalat oder für als Deko für die Nachspeise fürs Dessert. Die Blüten eignen sich für zahlreiche Rezepte wie kandierte Rosen, Rosenlikör, Rosenbowle oder fürs Rosengelee. Zwergtamarillo. Ihre orangefarbenen Früchte schmecken lecker und erinnern geschmacklich an Aprikosen. Die Früchte werden entweder roh verzehrt oder zur Marmelade verarbeitet. Sie schmecken exotisch fruchtig, die Schale ist sehr dünn, zart und kann mitgegessen werden. Melotria, sie wird auch Cocktailgurke genannt. Sie bildet 2 bis 3 cm große Früchte aus, die roh genascht werden können. Auch bei Kindern ist sie sehr beliebt. Sie ist eine sehr dekorative Frucht. Malabar Spinat, sie ist eine sehr attraktive Kletterpflanze, die man eben aus Salat oder für Spinat ständig verwenden kann. Die Blätter und die Stängel können roh oder gegart verwendet werden. Sie haben einen Geschmack ähnlich wie junge Maiskolben. Damit das Gießen der Pflanzen auf der Terrasse und Balkon nicht zum Zeitdruck wird, empfehle ich Ihnen, spezielle Gefäße mit integriertem Wasserspeicher zu verwenden. Diese Gefäße versorgen Ihre Pflanzen bis zu einer Woche lang, ohne nachgießen zu müssen. Falls Sie eigene Gefäße haben, die Sie bepflanzen möchten, können Sie die auch gerne mitnehmen. Wir bepflanzen sie gerne für Sie und ersparen Ihnen damit Zeit und Schmutz zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim Tag der offenen Tür in der Langeder Gartenharmonie.